Ja, und auch Tesla sorgt heute für Schlagzeilen. Zum einen, weil der Elektroautobauer sein Quartalszeugnis vorgelegt hat. Zum anderen, weil Tesla-Chef Elon Musk mal wieder rhetorisch voll daneben gegriffen hat. Trotz Corona-Epidemie schrieb Tesla das dritte Quartal in Folge schwarze Zahlen. Der Gewinn ohne Sonderposten betrug 1,24 Dollar je Aktie. Analysten hatten mit einem Verlust gerechnet. Auch der Umsatz stieg kräftig auf fast 6 Milliarden Dollar. In der anschließenden Telefonkonferenz zog Musk dann aber vom Leder und bezeichnete die Corona-Ausgangssperren in Kalifornien als so wörtlich faschistisch.